Das Wallaby-Baby Olaf ist eine kleine Sensation. 7 Monate nach seiner Geburt in einem australischen Wildpark ist klar, dass es als Albino zur Welt gekommen ist. Sein Fell ist schneeweiß, eine extrem seltene Mutation. Sie trete nur bei einem von 100.000 Wallabies auf, teilte der Symbio Wildlife Park mit. Der Kleine ist nach dem Schneemann Olaf aus dem Animationsfilm Die Eiskönigin benannt. Seine Besonderheit fiel erst jetzt auf, weil Wallaby-Babys erst mit etwa 7 Monaten den Beutel ihrer Mutter verlassen. Auf Instagram hat Olaf schon zahlreiche Herzen erobert.